So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Part LOG, beziehungsweise einen Let's Info Dingens. Oh, schöner Sound. Let's Info Dingens Video, weil es wird eine Neuigkeit geben, die jetzt vielleicht einigen, die mich abonniert haben, wegen zum Beispiel SMP nicht gefallen wird. Ja. Drück gleich aus. Ich sage es hier gleich im Voraus. Also ich sage euch, was los ist, ne? Also warum ihr euch ärgern werdet. Oh ja, schön die Spannung aufbauen. Falls ihr irgendwie raschelt oder so irgendwie. Weiß nicht. Das liegt an meiner Uhr. Und zwar habe ich eine schöne Icewatch, so um die 80 Euro kostet, ne? Und die ist kaputt. Jetzt habe ich die mit Tegelsaft kleben müssen, ne? Damit die mich die ganze Zeit abfällt und deswegen könnte es ein bisschen geraschelt geben, ne? Also auf jeden Fall der beste Grund. So, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ich fahre aber blöd rum. So, Änderung ist die folgende. Ich werde meinen Kommentarkanal so ziemlich komplett umstellen. Das heißt, ja, werde ich mit einem komplett anderen Genre von Spielen befassen. Und zwar werden da Simulatoren sein. Vielleicht gibt es ein paar, denen wird das jetzt gut gefallen. Vielleicht gibt es ein paar, die sich denken, ach scheiße, ich will lieber LOG sehen. Gibt es bestimmt welche. Aber, naja, Entschluss kam gestern. So, auf YouTube wollte ich mir Let's Plays von Simulatoren angucken, weil ganz ehrlich, ich bin ja schon ein großer Simulatoren-Fan. Ich meine, ich spiele seit... Oder das erste Mal Simulatoren habe ich vor... Das Let Me Überlegen. Vor über 5 Jahren gespielt. Das ist länger her. Ja, auf jeden Fall über 5 Jahre her. Als ihr seht, ich bin schon ziemlich lang drin. Und ja. Deswegen kann ich mich halt auch mit teilweise mit ein paar, so ein, zwei, so was habe ich da für Frame einbrüche? Ach, keine Ahnung. So ein paar Simulatoren einigermaßen gut aus, ne? Und ja, ich mag die auch, ne? Und naja. Das Problem ist, wenn ich dann irgendwas Neues suche. So ausprobieren. Wenn das mal guckt, es gibt auf YouTube kaum ja, richtige Simulatorenkanäle. Ja, ich weiß, ein paar, aber also entweder, wenn man sich irgendwas Cooles angucken will, entweder ist die Quali so grottig, ne? Als die Audio- und Videoqualität, dass es echt gar nicht mehr geht. Ich weiß nicht, so wie bei mir, wenn man schwarze Ränder am Rand hat und irgendwie mal hier raschelt, wie Tesla im Hintergrund ist. Sondern richtig grottig, ne? Ich sag euch, ich habe ja schon teilweise Sachen anhören müssen. Ja, also kurz reingehört, ne? Anhören ist ganz bestimmt nicht. Da, schaut das Video an. Und wünsche mir einfach nur noch, dass ich taub wäre. Ich meine, da ist so ein Rauschen in der Ruhe, man versteht schon nichts. Dann ist der Games auch viel zu laut, bla bla bla. Ich dachte, ja, okay, ich mach's besser. Vielleicht finde ich da auch vielleicht eine etwas andere Zielgruppe. Ja. Wenn's interessiert, kann er trotzdem noch vorbeigucken. Wen nicht, ja, ne? Kann leider nicht machen. Ich rechne jetzt auch damit, dass ich so ein paar Abonnenten auf jeden Fall verlieren werde. Aber, ja. Das geht mir eigentlich jetzt erstmal ziemlich am Arsch vorbei, weil... Ich hab Bock drauf. Es wird vielleicht irgendwann später wieder ganz normal weitergehen, das kann ich aber nicht versprechen. Ich kann sagen, es werden hin und wieder normale Videos kommen. Aber selten. Und mit selten meine ich wirklich selten. Also, noch seltener, als wenn ich mal irgendwie vergesse aufzunehmen. Okay? Gut. So, kurz zur Info, wie das dann ablaufen wird. Wird das wie folgt ablaufen? Eine Sekunde. So. Zwar wird das wie folgt laufen. Das wird jetzt erst dauern, bis jetzt das erste Video kommt. Und zwar werde ich meinen kompletten Kanal umbauen, sag ich mal. Das heißt, ich werde meine kompletten Videos durchgehen, in Playlists sortieren, irgendwelche alten, die ich nicht mehr brauche, raushauen. Bla bla bla. Ja, ich denke mal, da werde ich wird heute Tag drauf gehen, Titelbild machen und so weiter. Und ja, dann wird es auch in ein paar Tagen dann losgehen mit einem Hauptprojekt. Ich weiß noch nicht welches. Und ja, also ein Hauptprojekt und es kommen immer wieder Tests von Demos. Und wenn dann Kommentare kommen, also unter den Tests, ich will unbedingt ein Let's Play,
da wird erstmal ein Let's Play von 10 Folgen kommen. Wenn ich gute Klicks habe, 20. Wenn es wirklich gut ankommt, 30. Beziehungsweise kann dann noch verlängert werden. So, genau so sieht das aus. Ja, ne? Das ist jetzt eigentlich noch. Mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen, glaube ich. Oh. Und gefällt es euch, könnt ihr natürlich auch ein paar Spiele vorschlagen. Außer guckt jetzt mal zu, dass ich denke, boah, geil, krass, ey. Finde ich voll geil. Was mich etwas wundern würde, weil die Zielgruppe dafür ist meiner Meinung nach eher sehr klein. Ja. Wie gesagt, das war es erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Obwohl, ja. Das wird wahrscheinlich nicht so ganz toll. Die meisten gefallen hat. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann.